Hier nur die Groppensteinschlucht. Muss man Eintritt bezahlen. Ist auch relativ kurz die Wanderung. Aber es sollen schöne Wasserfälle am Weg sein. Der Himmelbauer hat heute leider Ruhetag. Da kann man nicht einkehren. Bei uns zu Hause ist es trocken, die Flüsse stehen alle still, fließen nicht mehr, stinken, sind grün und hier plätschert das Wasser. Ja, wo denn sonst? Hier wird es jetzt ein bisschen steiler. Ist nicht behindert hier rechts hier, ja? Also nicht auf die Idee kommen, wer nicht ans Trittsicher ist, hier hoch zu gehen.
klebt und auch der Ecke, an dem wir lang müssen. So, jetzt sind wir erst bei dem offiziellen Weg hier durch. Hier oben ist der Ausstieg vom offiziellen Weg. Alle drei Wasserfälle gesehen. Hier hat uns jemand Tisch und Stühle hingestellt. Und jetzt gibt es Büchsenbier. Und eine Semmel mit Schweinebauch. Ein letzter Blick ins Tal. Wir sind jetzt am Ausstieg vorbei. Haben hier eine kurze Jause gemacht. Da unten fließt noch mal irgendwo der Bach. Ja, da ist die Burg Groppenstein. Die sieht nicht sehr hübsch aus und ist auch nicht zu besichtigen. Mal einen Blick auf Burg Schlotterstein. Da wohnen, glaube ich, Nachfahren von Dracula oder so. Ja, noch immer über den Zaun gefilmt. Wie gesagt, die Schlossherren schlafen ja tagsüber in ihren Särgen. Ja, das ist jetzt der Bach. Und da unten fließt da eine Möll. Von der Möll fließt da eine Drau. Und ich glaube, die Drau fließt in die Donau und die Donau fließt ins Schwarze Meer. Und jetzt sind wir wieder unten am Eingang. Da ist der Eingangsturm. Und rechts der große Parkplatz.